Ja, für mich ist Design Thinking auch deshalb besonders smart, weil so vieles, was wir als gesunder Menschenverstand verstehen, vereint wird. Also Design Thinking als Arbeitsweise hat ja zum Ziel, dass wir irgendwie innovativ sind, dass wir ein Produkt oder einen Prozess irgendwie entwickeln, der innovativ ist. Und dabei werden die Nutzerbedürfnisse der Menschen in den Vordergrund gestellt. Wir handeln iterativ, wir scheitern schnell, um viel zu lernen. Und witzigerweise erzählen ganz viele Kunden mir ganz häufig, Design Thinking, das mache ich doch sowieso schon. Ja, das machen bestimmt viele schon, aber mit Anleitung und wirklich mit einem iterativen, geführten Prozess, das führt immer zum Erfolg. Davon bin ich überzeugt.